Dieses Spiel haben alle vergessen und ich weiß inzwischen auch leider wieso. I can guide you through his memories. Ich habe ja bereits vor einigen Monaten ein Video zu The Last Case of Benedict Fox gemacht und es absolut gehypt. Umso mehr habe ich mich gewundert, dass kaum einer darüber redet. Also ich meine, auf Twitch sieht man es kaum, auf YouTube auch nicht wirklich. Und was soll ich sagen, ich hätte mir wirklich gewünscht, mich hier hinstellen zu können und euch zu sagen, Leute, ihr verpasst da was, das müsst ihr euch sofort runterladen, das wird das Indie-Game des Jahres. Ach, aber dem ist leider nicht so. Bitte versteht mich nicht falsch, ich habe tatsächlich sehr viel Spaß damit, aber es hat leider auch hier und da seine Schwächen, weshalb es einfach auch nichts für jeden ist. Ein Mini-Disclaimer noch vorweg, bevor wir endlich richtig ins Spiel einsteigen, das Ding ist sehr dystopisch und gibt direkt zu Beginn auch eine Triggerwarnung dahingehend. Es gibt außerdem an manchen Stellen Anspielungen an den Nationalsozialismus, die sind nicht super krass und sie sind in keinster Weise verherrlichend oder sowas, aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen. Nun zurück zum Spiel, was ist The Last Case of Benedict Fox eigentlich? Es ist eine Mischung aus Film, ein Metroidvania, inspiriert von Lovecraft, also düsterer Story, unheimliche Atmosphäre, Tentakel, Dämonen, Lovecraft eben. Es hat außerdem super viele verschiedene Rätsel und auch recht, ich sag mal so, interessante Fights. Dazu ist die Grafik bzw. der Artstyle einfach wunderschön. Es gibt immer irgendwo im Hintergrund was zu entdecken, du kannst zwar nicht unbedingt damit interagieren, aber es wird nie langweilig, sich umzuschauen und du hast auch nicht das Gefühl, dass irgendwie alles gleich ausschaut. Auf der anderen Seite ist das Spiel aber auch super frustig und es kam des Öfteren vor, dass ich einfach irgendwo stuck war und stundenlang nicht weiterkam. Ich will an der Stelle aber nicht ausschließen, dass ich mich auch einfach nur blöd angestellt habe. Storymäßig verrate ich euch nur, was ihr auch durch die Trailer seht. Ich will ja hier niemanden unnötig spoilern. Du spielst den Detective Benedict Fox, der mit einem Dämon verbunden ist und untersuchst einen Fall im Haus deines Vaters. Der Dämon bzw. Begleiter, wie er im Spiel genannt wird, verleiht dir verschiedene Fähigkeiten. Von Doppelsprüngen bis Gegner durch die Luft schleudern ist vieles dabei. Die Fähigkeiten musst du dir natürlich nach und nach freischalten. Dein Begleiter kann dich aber auch in das Unterbewusstsein der Toten, dem sogenannten Limbus, befördern, wodurch du ihre Erinnerung durchsuchen und weitere Hinweise für deinen Fall sammeln kannst. Hierbei kommen wir aber auch schon zu meinem ersten Kritikpunkt. Die Story ist super verwirrend. Ich habe das Spiel auf 100% und ich verstehe die Motivation des Charakters ehrlicherweise noch immer nicht. Warum sind wir in das Haus gegangen und gegen wen kämpfen wir eigentlich und warum und wieso alles? Ich hätte mir einfach einen besseren Einstieg dahingehend gewünscht. Am Ende wird durch die Hinweise, die wir finden, zwar mehr erklärt, aber wie gesagt, es ist recht verwirrend und undurchsichtig. Die Story an sich muss nicht sonderlich tiefgründig sein. Benedict Fox ist auch keines der Spiele, was dadurch getragen wird. Das tut in dem Fall nämlich das Gameplay. Aber so ein wenig Motivation hätte ich dann doch schon gerne gehabt. Das ist ein bisschen wie in den From Software Souls Games. Da ist die Story ähnlich verwirrend und auch da wünscht man sich vielleicht hier und da etwas mehr, ich sag mal, Background, aber für viele macht ja auch genau das dann den Charme des jeweiligen Games aus. Trotz allem hat das Spiel mich gecatcht, denn das Gameplay und die Rätsel machen mir einfach Spaß. Es ist spannend, durch die Welt zu gehen, die Gegner wegzuklatschen und dabei neue Wege freizuschalten. Dabei gibt es auch immer wieder neue Dämonentypen mit unterschiedlichen Angriffsmustern, an die du dich erstmal anpassen musst. Ich gebe zu, am Anfang war das Kämpfen etwas klobig und gewöhnungsbedürftig, aber wenn man erstmal drin ist, dann macht's auch absolut Spaß. Du weichst aus, blockst, greifst an, schießt und zack, du bist tot, weil du zu lange gezielt hast. Also, ja, das Ganze nochmal von vorne. Das Prinzip hierbei ist nun mal klassisch Souls-like. Die Tinte, die die Gegner droppen, verlierst du, wenn du stirbst. Diese Tinte ist quasi die Währung im Spiel, mit der du neue Fähigkeiten erwirbst. Du kannst die Tinte einmalig wieder einsammeln und selbst wenn du das nicht schaffst, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Du verlierst nämlich nur den Teil, den du noch nicht an einem der Portale in die reale Welt in Sicherheit bringen konntest. In dieser Hinsicht kommt das Spiel dir glücklicherweise etwas entgegen. Dafür kannst du die Tinte wiederum aber auch nicht so richtig farmen, denn jeder Gegner droppt sie auch nur einmalig. Verlierst du sie, musst du sie entweder irgendwo einsammeln oder den jeweiligen Gegner nochmal töten, aber hast du seine Tinte einmal in Sicherheit gebracht, droppt sie auch kein zweites Mal. Du kannst auf der Übersichtskarte auch sehen, wie viel Prozent der Tinte du schon bei dem jeweiligen Gebiet eingesammelt hast. Die Karte zu erkunden und immer wieder neue Wege zu finden, macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Dabei ist die Map in-game sehr hilfreich.
hilfreich. Sie zeigt dir nämlich via Fragezeichen Wege an, die du vielleicht übersehen hast. Manchmal muss ich mich aber auch bremsen, nicht alle 2 Sekunden raufzuschauen, damit ich auch bloß den richtigen Weg weiter verfolge, beziehungsweise mich nicht die ganze Zeit ablenken lasse. Die Markierungen kannst du aber natürlich auch komplett ausschalten und sogar noch vereinfachen, indem dir angezeigt wird, warum du dort noch nicht weitergegangen bist. Manche Türen sind nämlich durch Rätsel verschlossen, die du erst im weiteren Spielverlauf lösen kannst. Die Rätsel an sich sind auch super. Ich hatte zuerst Angst, dass sie recht eintönig werden und sie, sobald man das Muster einmal durchschaut hat, langweilig werden, aber genau das ist nicht der Fall. Ja, sie sind immer ein bisschen ähnlich, aber sie haben auch jedes Mal einen anderen Twist und du musst auf deine Umgebung achten, um diesen herauszufinden. Dabei sind sie auch nicht zu schwer, vorausgesetzt du hast alle Items, die du zum Lösen benötigst. Allerdings, und hier kommen wir zu meinem nächsten Kritikpunkt, wenn du doch mal einen wesentlichen Punkt übersiehst, dann bist du stuck. Ja, es gibt erstmal gefühlt 100 verschiedene Wege, die du erstmal weitergehen könntest, wenn du bei einer Stelle vermeintlich nicht weiterkommst, aber mir ist es gerade zu Anfang sehr oft passiert, dass ich teilweise stundenlang jeden Zentimeter der Karte abgegangen bin, bis ich endlich den einen Weg gefunden habe, den ich trotz Karte übersehen habe. Oder den einen Hinweis, über den ich einfach hinweggelaufen bin. Falls euch das auch so geht, die Entwickler geben auf Steam ziemlich gute Antworten, sollte man selbst mit Google nicht weiterkommen. Trotzdem hat mich das schon an den Punkt gebracht, an dem ich mir dachte, gut, das war's dann, ist mir zu doof oder ich bin zu blöd, alles ist blöd. Aber ehrlicherweise hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt und ich hab's dann doch noch rausgefunden. Zum Glück, denn wie gesagt, mittlerweile bin ich echt hooked. Aber der Anfang des Games, ja, der war eben hart. Hier muss ich dem Spiel aber zugutehalten, es gibt einen Easy Mode. Genau genommen gibt es 3 Kategorien, die du individuell einstellen kannst. Einmal kannst du die Rätsel einfach stellen, dann werden diese für dich automatisch gelöst, sobald du alle Hinweise dahingehend gefunden hast. Oder du musst sie eben selbst lösen, das macht mir persönlich auch am meisten Spaß, aber jeder wie er mag. Über die Karte haben wir ja schon gesprochen. Im Standard-Setting siehst du Fragezeichen und dich selbst sowie den Kartenfortschritt. Im Easy-Setting siehst du mehr Marker und, wie bereits erwähnt, warum du dort nicht weiterkommst und im Hard-Mode siehst du, ja, gar nichts. Also du siehst schon die Karte, aber du siehst ehrlicherweise nicht so wirklich, wo du dich befindest und auch nicht, an welchem Punkt du vielleicht noch weitergehen könntest und naja, du hast einfach so eine richtig alte Karte, ohne Markierungen und Co. Die letzte Einstellung ist die Kampfschwierigkeit. Normal ist eben normal, bei Easy sind die Gegner One-Hit, du kannst dich selbst auch als unverwundbar einstellen und bei Schwer halten sie eben deutlich mehr aus und machen mehr Schaden und wenn dir das auch noch zu leicht ist, kannst du dich selbst auch als One-Hit einstellen, dann bist du halt, naja, ein One-Hit. Viel Spaß bei den Leuten, denen das Spaß macht. Mir persönlich gibt das jetzt nichts. Das Gute daran, egal wie du spielst und wie du das Game einstellst, das hat keine Auswirkungen auf die Achievements. Das finde ich einerseits cool, so hat denn jeder die Chance, alles zu sammeln. Andererseits, ja, wo ist dann wirklich die Motivation, das Ding dann nochmal im Hard Mode durchzuzocken? Ja, das ist so eine individuelle Frage. Ich brauche ein Achievement, um den Hard Mode durchzuspielen. Ich sag's ganz ehrlich. Anyway, trotz allem finde ich es ein wenig schade, dass es dann doch verhältnismäßig wenig Bosse gibt. Also ja, es gibt schon welche und den ersten begegnest du auch relativ früh. Und keine Sorge, den hier kennt man schon aus den Trailern. Aber die anderen sind irgendwie an mir vorbeigerauscht. Es war dann auch nicht mehr so richtiges Kämpfen, sondern manchmal ehrlicherweise wegrennen, also Jump'n'Run. Und dann verstecken und sich stealthmäßig davonschleichen. Das macht auch alles Spaß und sorgt definitiv für Abwechslung. Nur irgendwie habe ich die Gegner dadurch nicht als Bosskämpfe wahrgenommen und nach dem Branding des Spiels habe ich zumindest in dieser Hinsicht mehr erwartet. Zu guter Letzt habe ich noch einen letzten Punkt, den ich ansprechen muss, die Performance. Es berichten leider einige Spieler davon, mich eingeschlossen, dass es an manchen Stellen wirklich starke Frame-Drops gibt und das nervt wirklich. Wir sprechen hier übrigens von der PC-Version, die ich gespielt habe. Es ist für mich persönlich zum Glück nicht ganz so schlimm, aber bei einigen ist das Spiel dadurch wirklich unspielbar. Mir ist natürlich bewusst, dass das ein Indie-Game ist und auch für die Entwickler Plot Twist das erste Game dieser Art. Daher kann man über bestimmte Dinge auch mal hinwegsehen, wie die ein oder anderen Bugs, die ich Day One erlebt habe, die inzwischen aber auch angeblich zumindest alle gefixt sind. Aber die Performance-Probleme, schwierig. Und ob die wirklich noch gefixt werden, ja, muss man beobachten. Ich bin da aber wirklich froh, dass ich größtenteils verschont wurde, denn wie bereits gesagt, trotz all meiner Kritikpunkte habe ich einfach Spaß mit dem Spiel. Für mich hat es gerade genau das getroffen, was ich in diesem Moment gebraucht habe. Viel Rätseln, viel Erkunden, halbwegs schwierige Gegner und abwechslungsreiche Kämpfe. Vorausgesetzt, man verbeißt sich nicht an einer Stelle und kommt gar nicht mehr weiter. Und dazu gibt es ja auch noch einen wunderschönen Grafikstil. Ja, wirklich, in den habe ich mich echt sofort verliebt. Lohnt sich The Last Case of Benedict Fox also? Meine Antwort
Antwort ist ein klares Jein. Ja, ich weiß, Jein ist... Es ist, ich weiß, die Antwort ist ein bisschen blöd, aber wenn du Metroidvania und Rätselgames liebst, sowie eine recht hohe Frusttoleranz hast, dann ehrlicherweise ja. Aber ich bin auch ehrlich, probier es lieber mit dem Game Pass einmal aus und schau dann, ob das Ding auch wirklich was für dich ist. Ich hatte meinen Spaß damit, aber auch ich hätte mich ganz schön geärgert, wenn ich dann doch 25 Euro ausgegeben hätte, nur um mich dann an so vielen Stellen rumzuärgern. In diesem Sinne, der Game Pass regelt mal wieder.